So, hallo, willkommen wieder im Wasser. Ich sitze jetzt für euch in einer P39, wie ich es gesagt habe, schon beim letzten Video. Und die P39 ist, wie ihr seht, hat ein Nasenlaufwerk. Das ist einer der ersten Maschinen, Jagdmaschinen in dieser Art und Weise. Ist von Bell, glaube ich, gebaut. Also die kennt man ja eigentlich, ist ein sehr erfolgreiches russisches Flugzeug geworden, obwohl es von den Amerikanern gebaut wurde. Die Amerikaner haben es kaum geflogen. Die Farbigen hatten diese Maschine, bevor sie auf die P-51 gewechselt haben und waren damit sehr erfolgreich in Afrika und auch ansonsten. Die Amerikaner haben diese Maschine nicht so gern fliegen wollen, weil sie teilweise beim Stall gefährlich war, also schwierig aus dem Stall wieder zu retten. Und es gibt aber von Bell eine schöne Anleitung, wie man diese Maschine rettet und was passiert. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde dieses Video aufzeichnen und dann werde ich später hineinschneiden, wie die Originalanleitungen sind dazu. Und ich will erstmal sehen, dass der Start anders ist als bei den Heckradmaschinen, weil man hier so praktisch diese Maschine lässt man einfach laufen und abheben. Und naja, gucken wir mal, wie das aussieht. Also ich starte die Maschine. Was man natürlich machen kann, ist, dass man erstmal irgendwie auf die Bremse geht. Also ich drücke jetzt mit dem Bremsknopf, dann drehe ich den Motor auf und sorge dafür, dass ich erstmal schneller irgendwie, dass der Motor hochlaufen kann. Damit komme ich gleich schneller weg vom Anfang an. Und das ist ganz gut. Jetzt lasse ich ihn einfach laufen. Und wie ihr seht, das geht schon alles sehr gut. Und dann bei der Abhebgeschwindigkeit ziehe ich ihn einfach ein bisschen hoch und Fahrwerk rein. Und das war's. Oh, ich habe vergessen, die Flaps zu setzen, um überhaupt abzuheben. Aber wenn man das so macht, dann ist das noch nicht mehr nötig, dass man die Flaps setzt. Wie ihr gesehen habt, ging das sehr schön. Diese Maschine ist also was Besonderes, weil sie hat eine extrem gute Umsicht, außer diese Dinger hier. Deswegen ist es wichtig, dass ihr im Prinzip irgendwie dran vorbeigucken könnt, sonst habt ihr irgendwann ein Problem. Nach hinten kann man irgendwie super gucken mit den Sachen. Auch nach oben ist gute Aussicht. Nur hier die meisten Jagdmaschinen steigt man von oben ein. Hier hat man eine richtige Tür, wo man irgendwie wie beim normalen Sportflugzeug einfach über die Seite einsteigen kann. Das ist natürlich sehr schön bequem und man kann auch bequem ein- und aussteigen. Das ist ziemlich cool. Die Russen haben diese Maschine geliebt, weil sie eine Heizung hatte, weil sie winddicht war. Und die Maschine, die ich jetzt gerade fliege, ist von einem russischen Ass. Der hat damit sehr viele Abschüsse geflogen. Jetzt wollen wir mal ganz gucken, wie diese Maschine läuft. Wir ziehen sie jetzt mal ein bisschen auf Höhe und dann machen wir erstmal ein paar kleine Tests, wie sie dann läuft. Achso, hier, nochmals eine Sache. Wenn ihr das trimmt, dann seht ihr hier, das ist die Trim-Einstellung, die ihr dort seht. Da sorgt ihr dafür, wenn die dann geradeaus fliegt. Also wenn ihr sie geradeaus fliegen lassen wollt, ich nehme jetzt mal ein bisschen Speed weg, so dass ich so ein Kram. Momentan ist das im Prinzip der obere zeigt im Prinzip die Neigung an. Das geht irgendwie nicht so richtig. Aber der untere ist praktisch die Querausrichtung. Und wie ihr seht, ist diese Maschine nicht besonders gut getrimmt zurzeit. Und das liegt vielleicht daran, dass das Ruder ziemlich stark. Gefällt mir überhaupt nicht. Das ist nicht gut. So, jetzt wollen wir die mal ein bisschen rüberbringen, bis sie in der Mitte liegt. Das muss ich irgendwann mal vor langer Zeit gemacht haben. So. Und jetzt sorgen wir mal dafür, dass sie nicht ganz so krass ist. So, jetzt wollen wir dann. Bisschen zurück und das
trimme die jetzt mal ein bisschen aus. Also ich trimme sie so aus, wenn sie gerade ausfliegt, dass dass die Längstrimmung möglichst bei Null liegt. Damit hat man, also damit sorgt man dafür, dass der Luftwiderstand beim normalen Flug gering ist. So. Nachdem ich das gemacht habe, nachdem ich die praktisch für den Geradeausflug getrimmt habe, trimme ich jetzt die Querruder, so dass er sich von alleine in der Luft hält, und die Höhenruder, so dass er sich allein in der Luft hält. Mit den Höhenrudern, da muss man ein bisschen drauf achten. Das kostet bei einigen Maschinen die Fähigkeit abzutauchen. Das muss man von Maschine zu Maschine gucken, wie weit man gehen kann. Und wie einige muss man so stark trimmen, dass sie nicht mehr abtauchen können. Und das geht natürlich nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich so eine ziemlich stabile Lage. Wenn ich jetzt den Joystick loslasse, ist er. Ja. Ruder ist zu stark getrimmt. Zurück. Das ist nicht gut. So, mal gucken. Nochmal zurück. Ja, das müsst ihr irgendwie ein bisschen testen, weil die sich irgendwie alles verändert sich bei der Maschine, wenn man sie fliegt. Das heißt, je steiler, wenn sie ansteigt, wenn der Motor stärker dreht oder schwächer dreht, wenn ihr stärker steigen wollt oder sowas, überall ändert sich was so. Und deswegen muss sie getrimmt werden. Die Sache ist die Maschine ist bei War Thunder erstmal irgendwie ungetrimmt normalerweise. Und ihr müsst das machen, wenn ihr mit Joystick fliegt, sonst kämpft ihr die ganze Zeit gegen die Maschine, was unangenehm ist. So, und jetzt haben wir irgendwie. Also ich versuche die möglichst wenig Trimmung zu machen. Ah, jetzt wieder zurück zum Schlachtfeld. Ihr seht, dass ich, wie ich das mache. Das müsst ihr im Prinzip mit jeder neuen Maschine, die ihr kauft, müsst ihr das machen. Ihr müsst sie in einem typischen Zustand, in dem ihr sie lange fliegen wollt, trimmt ihr sie aus, sodass ihr sie auch mal alleine lassen könnt, dass ihr irgendwie mal die Hände frei habt für was anderes. Ohne dabei die Fähigkeiten im Luftkampf zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen. Meistens kann man die Höhenruder austrimmen, bei dieser Maschine geht das. Das heißt, die Höhenruder ist nicht so entscheidend momentan. Ich gebe ja trotzdem ein bisschen was an Höhenruder. So, und das sieht jetzt irgendwie schon ziemlich gut aus. Das heißt, jetzt ist sie stabil. So lassen wir, und das speichere ich. Ich habe praktisch dafür den Speicher-Button. Zack, das ist gespeichert und die wird jetzt immer genommen werden. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe ja gesagt, ich will später die Anleitung von der Air Force einspielen in kleinen Sachen. Und die sagen, okay, wenn wir die stallen wollen, also wenn wir die mal gucken, wann bricht die Maschine ein? Dann gucken wir mal. Wir halten ihn jetzt ein bisschen in der Luft und irgendwann kippt er nach vorne ab. Very gently and had no tendency to drop away. There was plenty of warning before she stalled completely. Later, I carried this a little further and did a complete stall at 10,000 feet with the power partially off. That is about 15 inches. It broke clean at about 100. And to recover, I dropped the nose to let her pick up speed, about 180, before I started to pull her up. As the stall was explained to me, it's all a matter of airflow over the wing's surface. If the airflow is disturbed due to an increased angle of attack, the wing loses its lift and the airplane will stall. Ziehe immer weiter den Hebel zurück. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass ihr seht, dass ich den Knüppel immer weiter zurückziehe. Ich kippe ihn jetzt, gebe ihm jetzt leichten Querruder, damit er nicht abkippt. Und jetzt kippt er 145. So, das heißt, bei 145 habt ihr den Stall. Und jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas, um ihn zu fangen. Also wie ihr seht, er ist relativ einfach, irgendwie relativ leicht ist er am Kippen. Jetzt machen wir etwas, die nächste Übung, die ist ein bisschen gefährlicher. Das ist das Trudeln von dieser Maschine. Und wir machen das genauso, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Wir hungern sie aus, wir geben Seitenruder dabei und dann kommt sie ins Trudeln. Zack. Na? Und da trudelt sie.
So, das ist der Strömungsabriss, vor dem die Piloten tierische Angst hatten. Wir ziehen ihn jetzt, ich gebe ihm jetzt, ziehe ich ihn nach hinten. Nach hinten, nach vorne. Na, muss nach vorne. Auch nicht. Ah, das ist nicht ganz einfach. Eigentlich heißt es nach hinten ziehen und gegenläufige Ruder geben. Das geht nicht so ohne weiteres. Also ich habe Motorleistung weggenommen. Ich kippe ihn jetzt nach vorne. Und das funktioniert. Also ich kippe ihn nach vorne. Jetzt gebe ich gegenläufige Ruder. Und da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Da haben wir es. Und da sind wir schon am Boden. Das heißt, das war nicht gut. I practiced tight turns on a number of missions and got to be pretty sure of myself. And probably a little careless. Because during one, I guess I must have pulled her in a little too tight. The airplane stalled and I didn't relax back pressure quick enough and I spun out of the inside of the turn. It caught me unawares and it must have been a couple of turns before I started to recover. She responded promptly. I decided to check up on spins, and this is what my instructor had to say. In this airplane, a spin is an irregular gyration going first slow and then fast in an oscillatory pattern. The first move when you're aware you're in a spin is to close the throttle and go into low RPM. As soon as the direction of rotation is established, bring the stick full back, apply full rudder with the spin, and hold until ready to recover. When the airplane comes to the slow part of its gyration, apply hard opposite rudder. A moment later, move the stick full forward and apply ailerons against the spin. As soon as the rotation stops, usually about 3/4 of a turn, it'll begin to recover in a steep dive. Neutralize all controls and wait until the airplane picks up speed and feels normal. Then gradually start to pull up. And recovery is completed. In the P-39, as in most airplanes, a spin is easily and quickly recovered from, if not permitted to progress too far. Wie ihr seht, das ist so eine Sache, die ihr mit jeder Maschine üben müsst. Ich habe das an sich gekonnt, aber dadurch, dass ich die Trimmung verstellt habe, hat sich das Verhalten der Maschine verändert. Und das heißt, ihr müsst das wiederholen. Ihr müsst das, also praktisch jedes Mal, wenn ihr die umtrimmt, müsst ihr diese Übungen machen. Genauso wie ich jetzt. Das ist live. Ich werde das auch nicht schneiden oder so. Ihr könnt das gerne sehen, dass ich, also von wegen, dass ich das selbst irgendwie, das Gute ist, wir können jetzt zum Beispiel sehen, wie das ist, wenn ich die Flaps ausfahre. Seht ihr, da ist die Flaps-Anzeige, irgendwie eingefahren, ausgefahren. Das ist sehr hübsch am Flügel, braucht man einfach nur rausgucken. Ich resette nochmal den Head-Tracker, damit das irgendwie schön zentriert alles ist. So. Und jetzt starten wir nochmal und gucken, dass das, dass wir dieses Mal die Geschichte richtig machen. Also 2000 Meter ist für diese Maschine so eine kritische Höhe. Wenn ihr niedriger seid und ihr kommt ins Trudeln, seid ihr tot. Oh, also heißt es so. Ne? Das heißt, ihr solltet irgendwie aufpassen, dass ihr nicht ins Trudeln kommt mit dieser Maschine und immer schön in Geschwindigkeit bleiben, keine Turnfights machen, Energy fighten, wenn ihr das Spiel spielt, dann wisst ihr, was ich meine. Ich gebe jetzt mal einen richtig Stoff, um mal ein bisschen auf Höhe zu pumpen. Die steigt ganz gut. Sie hat ein gutes Energieverhalten, das ist ein Energy Fighter. Sie ist sehr, sehr schnell. Also praktisch, wenn ihr irgendwie irgendwas am hinten dran habt, dann kippt ihr einfach mit der Nase leicht ab, gebt Vollgas und ihr seid eigentlich weg. Da kommt kaum was hinterher auf dem Level. Also spätere Maschinen, ja, es gibt einige Maschinen, die ärgerlich sind, die bleiben dann an euch dran und machen euch gnadenlos fertig. Aber wie ihr seht, die ganze Geschichte, was ich vorhin gemacht habe mit dem Trim, seht ihr jetzt die Kugel? Das ist jetzt, das hat er sich gemerkt, das hat er gespeichert. Und wir steigen mal so auf, sagen wir mal 3000 Meter. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir das Ding auch abfangen können. Also man kann das Ding ungefähr mit 1500 Metern abfangen normalerweise, wenn er ins Trudeln kommt. Es gibt irgendwie Cracks, die können es wahrscheinlich schneller. Aber ich mache das mal so, dass...
Das ist für den normalen Piloten und nicht für den Crack. Also es gibt Leute, die sich darauf spezialisiert haben, diese Maschine zu fliegen. Die ist auch sehr schön, weil sie der Motor ist hinter dem Piloten. Und das heißt, von hinten wird, also erstens, wenn man ein Head-on hat, wird nicht der Motor kaputt geschossen. Und zweitens, wenn man von hinten jemanden an sich dran hat, dann ist der Motor Schutz für den Piloten. Und das ist außerdem ist das ganz gut für das Gleichgewicht der Maschine. Das ist keine schlechte Maschine. Dazu kommt, dass die Nase frei ist für Bewaffnung. Dieses Ding hat eine brutale 37 mm Kanone vorne drin. Die ich kann immer bam, bam, bam. So, das ist schon ziemlich heftig. Das sind irgendwie das ist ein absoluter Bomberkiller und mit der hat man sehr viel Spaß. Und wenn wir 3000 Meter haben, dann probieren wir das nochmal mit dem Stall. Und warum das nicht geklappt hat, ist nicht ganz klar. Aber es liegt vielleicht an der Trimmung. Aber die Trimmung, so stark ist sie nicht. Wie ihr seht, da ist sie nicht so. Das heißt, ich habe eigentlich. Man ist nicht so sichtbar mit der Trimmung. Das ist eher subtil. So, wir haben 3000 Meter. Und jetzt machen wir mal. Jetzt hungern wir sie aus. Und geben Seitenruder. Ich halte Querruder, um sie praktisch am Kippen zu halten. So, und dann müsste er ins Trudeln kommen. Dann probieren wir nochmal. Da ist er. So, da trudelt er. So, Craig sagen, man soll erst ein bisschen Aileron geben, also erstmal ein bisschen Querruder. Und dann abtauchen. Abtauchen geht nicht. Ziehen. Ziehen. Ja, wir müssen ihn irgendwie fangen können. So, ich glaube, das ist ziemlich gefährlich, das Ding. Also, dass die Piloten Angst vor dieser Maschine hatten, das hatte schon seinen Grund. Die ist schwer, irgendwie zu kontrollieren. Mal gucken, wenn ich drücken, funktioniert nicht. Ziehen. Ziehen geht. Ziehen geht. Wir ziehen jetzt mal. Ich gebe ihm ein bisschen Querruder, funktioniert natürlich nicht. Aber ich glaube, ein bisschen leicht Gas geben. Ne, jetzt nichts. Da haben wir ihn. Und zu spät. Ja, das machen wir nochmal. Also, wie ihr seht, das ist nicht so einfach. Diese Maschine ist tricky. Was haben wir eben falsch gemacht? Also, ich habe herausgefunden auf dem Weg nach unten, dass eine Kombination aus Querruder und Seitenruder nötig ist, um sie zu fangen. Und das ist nicht so, wie das in der Anleitung von diesem von Bell gemacht ist. Also eigentlich heißt es irgendwie, ist die typische Situation, um eine Maschine abzufangen. Sieht eigentlich anders aus. Man sollte eigentlich die Maschine drücken. Also praktisch Motor abstellen, alle Ruder loslassen, Maschine drücken, bis sie nach unten zeigt, dann Seitenruder geben entgegen der Drehung. Und dann sollte eigentlich die Maschine aus dem Trudeln abgefangen werden können. Und das ist vorgeschrieben für jede Maschine. Diese Maschine hält sich nicht ganz dran. Und deswegen ist sie wahrscheinlich gefährlich, weil man muss sie nicht drücken, sondern man muss sie ziehen. Und das haben eben die meisten Piloten in einer Paniksituation gar nicht richtig hingekriegt. Und wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt schon das zweite Mal das Ding gecrashed. 2000 Meter und 3000 Meter. Und wir gehen wieder auf 3000 Meter hoch, weil irgendwie ich brauch den Platz nach unten, um euch das zu zeigen. Und vor allen Dingen, wenn man das ausprobiert und wenn man das machen will. Also es ist eine Kombination aus allen dreien. Das ist die einzige Möglichkeit, die P39 abzufangen. Das ist sehr schwierig. Also, wenn man es erstmal raus hat, dann geht das einigermaßen schnell. Also, ich habe es geschafft, sie innerhalb von 1500 Metern abzufangen, die dann abwärts gingen, aber heute wohl offensichtlich nicht. Naja, es wird irgendwie ein längeres Video, als ich gedacht habe.
Aber dass auch ich irgendwie am Kämpfen bin, ich bin ein Anfänger, natürlich bin ich am Kämpfen. Und also ich bin kein totaler Anfänger, ich habe schon eine ganze Menge Simulationen geflogen, aber es ist ja schon eine Weile her. Also schon als Jugendlicher habe ich welche geflogen und aber das war nie PvP. Das war nie gegen Menschen oder so, es war nie online. Und das ist ein völlig neues Niveau. Und naja, das heißt, ich kann alles neu lernen. Außerdem sind diese Simulationen hier, War Thunder, ist schon ganz gut. Also das Flugmodell, wie ihr seht, ist bösartig. Also das ist schon nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht Kindermodus, also Kindermodus nenne ich, also Arcade ist wirklich für Kinder und Realismus Battle ist für Leute, die eigentlich Arcade spielen, aber keinen Vorhaltepunkt haben. Aber im großen Unterschied macht das eigentlich nicht. Simulation ist das Flugmodell ist bei Realismus schon ein bisschen echter. Das stimmt schon, also es ist eigentlich so wie in Simulationen, aber man hat so viel Hilfen immer noch. Das ist nicht dasselbe. So, wir haben 3000 Meter und wir hungern sie aus und sorgen wieder dafür, dass sie ins Trudeln kommt nach der alten Geschichte. Das heißt, ich gebe voll Seitenruder, wie ihr seht, da. Und ich halte ihn jetzt in der Luft und dann müsste er gleich, jetzt kommt er ins Trudeln. So, und jetzt gebe ich ihm mal. Ich ziehe ihn, drücke ihn entgegen. Ah, das ist es. Ha. So. Und jetzt vorsichtig abfangen. Und so soll das eigentlich sein. So, das waren jetzt 1000 Meter. Von 3100 bin ich auf 1900 runter, also 1200 Meter habe ich verloren beim Trudeln. So läuft das, wenn es gut ist. So, und was habe ich gemacht? Ich habe eine Kombination aus allen drei Rudern gegeben. Ich habe ihn gezogen, wie das irgendwie von Bell irgendwie angegeben wurde. Exakt so. Das ist anders als also ich habe gezogen. Also ich hatte eben ge gezogen. Ich habe den ich habe gegen die ich habe also Querruder gegeben gegen die Drehung. Und ich habe ihm also Seitenruder gegeben gegen die entgegen der Drehung, so wie es vorgegeben, und ich habe ihm Querruder gegeben in diese Richtung. Das heißt, ich habe ihn nach hinten rechts gezogen, irgendwie bei dem Trudeln, das wir gehabt haben, und habe ihm praktisch dann einen Rechtsdrall gegeben. Also ich habe ihm zusätzlich Querruder gegeben, damit ich ihn überhaupt abfangen kann. Das habe ich vorher nicht gemacht und das war offensichtlich falsch. Ja, das war jetzt Trudeln. Das müsst ihr beherrschen, wenn ihr diese Maschine fliegen wollt. Das ist sehr, dadurch, dass es eine russische ist, ist das eine Premium-Maschine. Das heißt, die müsstet ihr kaufen. Sie ist es wert. Das heißt, es ist ein echter Geldverdiener. Wenn ihr in irgendeiner Weise Geldprobleme habt in War Thunder, so eine Maschine einmal bezahlen und dann habt ihr nie wieder Geldprobleme eigentlich, wenn ich Geld verdienen will, nehme ich mir das Ding, fliegt das und kriege jede Menge Geld rein. So, das ist schon ganz, ganz gut. Wie ihr seht, die Maschine selbst fliegt sich sehr gemütlich. Wir werden sehen, ob das so, ja, das ist sowieso schon lang, das Video. Wir fliegen mal zurück zur Basis und ich zeige auch noch mal eine Landung mit dem Ding, und wenn das alles gut läuft, werde ich sie nicht in den Boden bohren. Das wäre schon ganz schön. So, wie man sieht, diese breiten Dinger, wenn man daran vorbeigucken will, zum Beispiel die Landebahn da vorne jetzt, ne, da links, ne, da kann man nicht sehen, weil sie genau irgendwie dazwischen ist, dann kann man praktisch irgendwie dadurch, dass man die klicken kann, kann man alles sehen. Das ist eine Sache, die ich empfehle, irgendwie, wenn ihr mit Headtracker spielt und das nicht an die Kopfbewegung also koppeln, weil das sowieso schon unruhig genug ist. Ich habe für euch jetzt die Dämpfung also auf eine hohe Dämpfung geschaltet. Ich brenne jetzt Geschwindigkeit weg, so dass ich ein bisschen langsamer werde, dann ich bloß keinen
Stromungsabriss, ich bin immer noch bei 400 Stundenkilometer. Das ist definitiv zu schnell, um einen Landeanflug vernünftig zu machen. 300 ist irgendwie schon ganz gut. Da können wir jetzt die Klappen ausfahren. Ich gebe ihm jetzt wieder ein bisschen Gas. Later, I tried some partial stalls with the gear and flaps extended. The stall characteristics were pretty much the same as in the clean condition, but with the stall occurring at a lower speed. With the power reduced, I pulled the stick back gently until gradually the stall point was reached. After she began to shudder slightly, at about 95, I eased gently forward on the stick. I let her pick up some speed in a shallow dive, about 140, and eased her back level. Knowing stalls is a pretty good way to get the feel of any airplane. So I practiced until I was sure of it. 200. So. Weg. Noch mehr Klappen rein. Fahrwerk raus. Achso, hier Fahrwerk raus. Und ich bin eigentlich zu hoch, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel Geschwindigkeit aufnehme und nicht gleich irgendwie eine Crash-Landung mache. Was ihr auch machen könnt, ist. Ey, das waren meine Klappen. Das war unschön. Wenn ihr so einen Mist macht wie ich eben, dann Ruhe bewahren, irgendwie Maschine runterbringen und hoffen, dass das einigermaßen gut läuft für euch, weil irgendwie ihr habt jetzt die Klappen sind abgerissen. Wir haben eine relativ hohe Geschwindigkeit, aber die Maschine ist sehr, sehr angenehm, wie ihr seht. Also ich habe sie auch mit diesem Fehler noch sauer landen können. Also da müsst ihr irgendwie aufpassen, dass ihr die Landung ein bisschen besser kontrolliert. Die reißen ungefähr, wenn ihr über 300 kommt, dann sind die Klappen einfach weg. So, in diesem Fall waren sie weg. Trotzdem, um die Maschine ließ sich einmal frei landen. Ich glaube, von der Landung kann man nicht meckern. Ich habe ein bisschen mehr Landebahn gebraucht als gut für, also die Maschine irgendwie kann mit wesentlich weniger runterkommen. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber ich glaube, es war überzeugend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt mich ein paar Mal brennen sehen und darum geht es ja letztendlich, ne? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.